Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ich meinen Anhänger, den Kippanhänger, auf einen elektronischen Kipper umbaue. Ich habe ja hier so eine Hydraulikpumpe, aber die ist leider kaputt gegangen, wie man sehen kann. Die ist hier komplett eingeknickt. Und jetzt bauen wir hier erstmal einen Kasten hin, wo man dann die Batterie und das elektronische Teil dann montieren kann. Wir haben das Gestell jetzt mal so gebaut. Eigentlich wollte ich hier noch so eine Aluplatte reinlegen, was wir noch hier rum haben. Aber ich habe gedacht, dann sammelt sich da auch nur das Wasser und ist jetzt eigentlich auch Schwachsinn. Hier haben wir eine Platte noch reingeschweißt, dass man dann den Motor hier drauf schrauben kann. Und die ganzen Nähte mache ich noch mit so Aluminium-Zinkspray, dass sie nicht rosten. Und die Batterie kommt dann hier hinten dran. Kurzer Nachtrag noch, wir haben jetzt hier noch die Platte für die Batterie befestigt und mein Opa ist vorbeigekommen und hat gesagt, ich soll Edelstahlspray nehmen, also widersprechen wir dem mal nicht und nehmen das Edelstahlspray. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon das Hydraulikaggregat dran geschraubt. Und hier habe ich mir noch so Batteriepole bestellt. Hier kommt noch ein Batteriekasten dran und dann wird die Leitung angeschlossen.
So, das ist so ein fertiger Batteriekasten, den habe ich mal gekauft. Den können wir jetzt erstmal dran schrauben. Dann kommt die Batterie und dann wird es angeschlossen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich die Handpumpe abgebaut und habe an die Halterung gerade die Befestigung für den Taster geschraubt. Der Hydraulikschlauch, der ja hier rauskommt, habe ich ja so ausgemessen mit dem Gestell, dass ich es hier dran schrauben kann, also habe nichts verlängern müssen oder sonst was. Das war auch einfach Plug and Play, also Verzahnung hat gepasst. Und das war es eigentlich schon. Geht runter. Und hoch. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich versuche sie so gut wie es geht zu beantworten. Die Materialien, die ich verwendet habe, versuche ich mal unten in der Beschreibung hinzuzufügen. Und vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.